Ciniak für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 17. Juli 2009 entschied der Bundeswahlausschuss, die Partei mit dem Vorsitzenden Martin Sonneborn nicht zur Wahl am 17. Deutschen Bundestag zuzulassen. Der Bundeswahlausschuss versagt ihr die Anerkennung als Partei. Keine Partei bedeutet bei uns, man kann nicht an der Wahl teilnehmen. Und gegen diese Entscheidung besteht kein Rechtsmittel. Somit konnte Martin Sonneborn und die Partei nicht zur Bundestagswahl antreten. Was daraus folgt ist, wie wir sehen, ist Rechtsschutz erst nach der Wahl, aber nicht vor der Wahl möglich. Und mit dem heute vorgelegten Gesetzentwurf will DIE LINKE diesen unhaltbaren Zustand beenden und den Rechtsschutz im Wahlrecht stärken. Unser konkreter Vorschlag sieht vor, dass soweit eine Partei vom Bundeswahlausschuss nicht als Partei zugelassen wird, zum Bundesverfassungsgericht gehen kann. Und für den Fall, dass ein Kreiswahlvorschlag oder Landeslisten nicht zugelassen werden, der Gang zu den Verwaltungsgerichten eröffnet wird. Vor dem Hintergrund des von uns herangeführten Falls haben wir diese Regelung Sonneborn-Regelung genannt. Um auf den konkreten Fall zurückzukommen, könnte man sagen, shit happens, was interessiert uns die Möglichkeit, Martin Sonneborn zu wählen? Oder für Spaß in der Politik stehen wir nicht zur Verfügung. Aber die OSZE entsandte Beobachter zur Wahl zum 17. Deutschen Bundestages. Und diese verfassten einen Bericht, in dem unter anderem empfohlen wird, ich zitiere, zumindest einige grundlegende Entscheidungen wie die Anerkennung von Vereinigungen als Partei oder die Kontrolle von ablehnenden Entscheidungen zu Kreiswahlvorschlägen und Landeslisten sind einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle vor der Wahl zuzuführen. Die Linke hat sich bei dem vorgelegten Gesetzentwurf von folgenden Gedanken leiten lassen. Die Parteien haben in Artikel 21 Grundgesetz einen besonderen Schutz erhalten. Und mit diesem Schutz ist es einfach nicht vereinbar, dass ein rein exekutives Organ, zusammengesetzt durch die Konkurrenten, nämlich die schon im Bundestag vertretenen Parteien, über die Parteieigenschaft entscheidet. Und diese ist ja Voraussetzung, um an der Wahl teilzunehmen, und dann gibt es keinen Rechtsschutz. Wir finden, das ist mit dem Gedanken der Demokratie und mit dem besonderen Schutz von Parteien nicht vereinbar. Der Parteienrechtler Martin Morlock hat in der Zeit vom 31.07.2009 erklärt, dass er dies für einen verfassungswidrigen Zustand hält, und in diesem Fall stimme ich ihm zu. Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Frage der Zulassung einer Partei ist im Übrigen der Spielraum, den der § 2 Absatz 1 Parteiengesetz für die Definition einer Partei lässt. Da geht es um das Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, Umfang und Festigkeit der Organisation, die Zahl der Mitglieder, das Hervortreten in der Öffentlichkeit und, Achtung, die Gewähr für die Ernsthaftigkeit der Zielsetzung. Spätestens das letzte Kriterium dürfte dem Grundsatz der Normenklarheit widersprechen und ist willkürlich. Wer bitte entscheidet über die Ernsthaftigkeit und Unernsthaftigkeit? Warum sollen die Wählerinnen und Wähler nicht das letzte Wort haben? Und ehrlich gesagt, bei so manchem Beitrag von Mitgliedern in diesem Haus wartet man am Ende auf ein Hello oder Alaaf, und man weiß gar nicht, ob man lachen oder heulen soll. Deshalb muss man sicherlich auch an das Parteiengesetz ran. Sicherlich gibt es im Hinblick auf den Rechtsschutz noch viel mehr zu klären. Denkbar wäre beispielsweise eine Debatte über die Zusammensetzung der Wahlausschüsse. Doch da bei unserem letzten Gesetzentwurf zum Wahlrecht uns Überfrachtung vorgeworfen worden ist, haben wir unseren jetzigen Gesetzentwurf bewusst schmal gehalten, um wenigstens das Notwendigste vor der nächsten Bundestagswahl sicherzustellen. Und deshalb können Sie doch auch diesmal zustimmen. Werte Kollegin, ich bin ja beruhigt, dass Sie bei Ihrer ironischen Bemerkung über dieses Niveau der Debatten keinen Namen genannt haben. Dann wäre es wahrscheinlich etwas witziger geworden als das, was Sie gesagt haben. Das Wort